Polizeigruppen, wie schon gesagt, rannten da wirr hin und her. Es war kein Sinn drin zu erkennen. Wir riefen denen immer zu, wir sind friedlich, was seid ihr? Meistens kam keine Antwort von den Polizisten. Feige waren sie. Wie? Feige waren sie. Ja. Und dann, ich habe einige Bekannte getroffen. Man lief zwischen den zunächst friedlichen Polizisten hin und her, sprach miteinander, ließ sich nicht beeindrucken von dieser Staatsgewalt. Aber irgendwann schaute ich dann zur Richtung Café Nil und da sah ich Wasser in der Luft. Und dann sah ich, dass das also von einem Polizeiwasserwerf in den Himmel geschossen würde. Und da dachte ich, ja, da guckst mal, was da abgeht. Ich bin gern unmittelbarer Zeuge der Dinge, denn das, was so in der Presse kommt, im Fernsehen kommt, was irgendwelche lügenden Polizeipressesprecher wie der Herr Keilbach zum Beispiel seit dem 30.09. in die Presse erzählen, das ist ja kaum mehr von Belang, das sind keine Zeitzeugen mehr, diese Presse und so. Ich lief dahin und zunächst wurde dieser Wasserstrahl einfach schräg in den Himmel geschossen. So Schülergruppen standen da, zogen Planen über sich. Ich weiß gar nicht, wo die her hatten. Ich hätte auch gerne Plane gehabt, hatte aber keine. Polizisten fingen an, diesen Schülern die Planen wegzureißen. Da standen immer so Schülergruppen drunter, so 5 oder 10 Mann. Und da dachte ich, ja, das wird ja heiter. Dann erwischte mich auch so ein großer tropischer Wasserregen aus der Luft, der auch also aus den Kastanienbäumen die Kastanien runter. Der Sprühregen wieder her, recht Die Polizei behauptet bis heute, dass kein Reizgas oder sowas im Wasserwerfer gewesen sei. Als mich dieser tropische Wasserwerferregen aus großer Höhe erwischte, 1-2 Sekunden danach fing ich an zu husten kräftig. Da guckte ich um mich herum und sah hunderte von Menschen in denselben 1-2 Sekunden loshusten. Diese verlogene Polizei behauptet bis heute, es sei kein Reizgas oder sowas in diesem Wasserwerfer gewesen. Ja, aber Asthma hast du kein? Nein. Warum kannst du aus dem Husten? Morgens manchmal vielleicht ein Raucher. Okay, aber wenn da um die rum dann auch die Leute hier angefangen haben zum Husten und so, ja. Das ist dann schon ein bisschen komisch, oder? Das war arg komisch. Ich hatte so eine Assoziation zum Giftgas des Ersten Weltkrieges. Man hat es überlebt, das Zeug im Wasserwerfer, das Reizgas, gell? Aber es war Hunderte um mich herum, husteten und husteten und husteten. Die Polizei, die Verlogene, versuchte sich später rauszureden, dass Pfefferspray der Beamten, der sich aus Versehen in den Wasserstrahl gemischt hätte. Aus Versehen, wenn sie das falsche Fessel pusht. Ja, ja, also wenn man sich das rein von der Physik her durchüberlegt, kann das nicht sein. Aber mit solchen Sophistereien und Lügereien versucht sich die Polizei bis heute aus der Affäre, aus diesem Verbrechen zu ziehen. Aber es geht weiter, gell? Irgendwann dann, also ich habe Mordszorn bekommen, die Kastanien fielen vor mir auf den Boden und ohne viel nachzudenken. Und der Mapus, warum steht er denn? Ja, jetzt von dem Verbrecher haben wir später. Das ist doch abgewählt. Also wir haben einen Kastanienschmisser aus 30, 40 Meter Entfernung auf den Wasserwerfer. Aber keine Pflastersteine.
Natürlich nicht, es waren Kastanien. Warum ist der Mapus nicht dabei? Okay. Der Spanierhund, der verkommen ist. Das ja, und der Preis, der wobei jetzt auch der kommt noch da, der Mapus. Wobei ich jetzt schon sagen muss, die Polizisten haben ja eigentlich bloß nach ihrem Auftrag gehandelt. Also das ist ausführende Kraft und wurde an dem Tag eigentlich missbraucht, weil ein paar Vernünftige, muss ich schon sagen, haben wir ja bei dem Verfall schon dabei. Man darf nicht alle über einen Kamm scheren, also das sollte man schon auch mal sagen, ja. Es gibt schon ein paar Vernünftige, aber da waren halt ein Haufen Säcke dabei. Also ich habe nachher öfters mit Polizisten gesprochen, die bei diesem Verbrechen teilnehmen mussten auf Befehl. Ich schätze, ein Drittel bis die Hälfte schämt sich heutzutage, ohne das laut zu sagen, dafür, dass sie sich auch missbrauchen. Ich möchte aber kurz meine Geschichte da weiter erzählen. Irgendwann war es dann gewohnt, dass wir also mit Reizgasregen besprüht werden. Und dann sah ich die Menschen woanders hinströmen, ging da neugierig mit. Das war so Richtung Biergarten. Und ich wollte eigentlich überhaupt nicht vor diesem Wasserwerfer, dort vor dem Biergarten, wollte aber schon dicht dran, um richtig Augenzeuge zu sein. Also neugierig war es nicht, aber wissen wollte ich trotzdem. So zu sagen, wir sind ja hier bei Schwäbisch Gmünd, also ja. Darf schon sagen, wie das der Schnabel gewachsen ist. Aber jetzt waren viele hinter mir auch neugierig und schoben und schoben und auf einmal war ich halt auch vor dem Wasserwerfer vorn. Was ich da sah, Menschen wurden vom Wasserwerfer umgesprüht, flogen teilweise ein, zwei Meter weit. Oder Sprühregen, ein, zwei Meter geflogen hat. Nee, da wurde scharf geschossen. Wie der Wasser? Ja. Ah, da muss aber schon ganz schön krumme Hände gewesen sein, also so wie beim Zehrohr von der Feuerwehr, oder? Da bin ich auch mal zufällig reingelaufen, da bin ich auch der Arsch, hat mir auch der Arsch gesetzt. Also, ich bin kein Feuerwehrmann. Bauart gemäß soll diese eingesetzten Wasserwerfer 20 Bar entwickeln können. Mir sagte später, mehrere Bauingenieure sagten mir, dass man auf Baustellen, die da mit 30 Bar anfängt, Beton zu schneiden. Also die Polizei gibt 15,5 Bar zu. Aber ich möchte kurz weiter erzählen. Bierbänke lagen rum. Die Menschen flogen drüber, lagen die halbe Zeit unten in den dreckigen Wasserpfützen. Ich sah überhaupt keinen Sinn da drin. Es war völlig sinnlos. Wir konnten auch nicht weg, weil wir eingekesselt waren. Drei Seiten waren von der Polizei eingekesselt. Richtung Biergarten waren es die vielen Demonstranten, die auch sehen wollten, was da abgeht. Einmal herrschte mich ein Polizist an, gehen Sie weiter. Dann sagte ich, wohin denn? Sie sehen doch, wir sind eingekesselt. Da war er dann wieder ruhig. So ging es etwas hin und her. Ich sah keinen Sinn in dieser völlig militanten Aktion. Und dann lief ich irgendwie, glaube ich, ein Stückchen auf den Wasserwerfer zu und versuchte diese feigste Wasserwerfermannschaft mit den Armbewegungen, die aus der Presse, glaube ich, und dem Fernsehen so bekannt sind, da irgendwie zur Vernunft zu bringen, aber die feigsten weiter. Ja, mit deinen Armbewegungen haben sie ja gesagt, du hättest sie gereizt. So, komm doch, oder so ähnlich, ja? Du kannst mir nicht, so ist dir das ausgelegt worden, die Armbewegungen, ne? Die Tatsache ist die, ich war etwas naiv, ich dachte, naja, gut, also wirst nicht das erste Mal in deinem Leben nass, ein paar blaue Flecken und Abschürfungen hatte ich früher schon auf Baustellen und beim Sport, dass man da blind geschossen werden kann, wusste ich nicht. Die Herren im Wasserwerfer wussten das aber garantiert, wie sich später herausstellte. Ich wollte dann vom Wasserwerfer weg, ging auch in eine Ecke Richtung Biergarten, habe mich noch umgedreht, habe kopfschütteln dieses völlig sinnlose Scheißspiel der Staatsmacht angeguckt. Auf einmal tat sowas wie ein Knall. Ich hatte noch das Gefühl des Fallens.
Dann war ich wohl eine gewisse Zeit bewusstlos. Also mich muss da ein gezielter Wasserstrahl vorsätzlich gezielter getroffen haben. Meine beiden Ritter, die mich dann links und rechts unterstützt haben, habe ich dann irgendwie bewusstlos rausgezogen. Irgendwann zwischen denen kam ich wieder zu Bewusstsein, wollte denen helfen mit den Beinen, die funktionierten nicht wie bei einem angeschlagenen Boxer. Erst nach ein paar Sekunden konnte ich die Beine bewegen. Ich rief, glaube immer noch, ich kriege die Augen nicht auf, weil ich nichts mehr gesehen habe. Um die Geschichte kurz zu machen, irgendwann lag ich dann in einem Krankenwagen und landete dann im Marienhospital in der hervorragenden Augenklinik. Ich glaube, ich höre mal auf. Ja, ja. Also und was ist bisher so irgendwie passiert mit dir? Du bist jetzt, also ich ziehe, wie ich vorher schon gesagt habe, ich ziehe absolute Hut vor dir, weil du immer noch dein Leben nicht verloren hast. Manch anderer hat da bestimmt schon selbst was gedacht, wenn einem so ein Schicksalsschlag widerfährt. Sag ich mal. Frage dich ganz direkt, hast du auch schon mal einen Selbstmord da? Zunächst mal, als ich im Krankenhaus lag, da dachte ich, naja, also diese hervorragenden Augenoperateure, in 3, 4, 5 Monaten kann ich wieder lesen, Auto fahren. Nach etwa 14 Tagen war mir klar, dass das nie wieder der Fall sein wird. Und da habe ich so Momente gehabt, da habe ich mir überlegt, lohnt sich in meinem Zustand in einem korrupten Staat überhaupt weiterzuleben. Ja gut, man muss aber sagen, du hast eine ganz liebe, nette Frau, die Erika, wo auch zu dir steht, egal ja, wie, ja. Und ich kenne sie auch, es ist eine Top-Frau. Also ihr, ja, ja? Dass ich über den Punkt gut wegkam, das habe ich zu verdanken den vielen Besuchern und Zuschriften, die ich im Krankenhaus bekommen habe, meiner Erika. Die Krankenhausfahrerin, die Frau Kallenberg, hat sich sehr um mich gekümmert. Dann war ich über den Punkt weg. Okay. Und dann hieß es für mich nur noch so weiterleben, dass ich im Rahmen meiner begrenzten Fähigkeiten dazu beitragen kann, dass dieser Staat nicht weiter in das Verbrechertum abgleitet. Ja, okay. Und was ist jetzt mit deinem Auge? Du hast auf einem Auge bist du komplett blind? Nicht ganz. Auf dem linken Auge sehe ich links außen noch einen Lichtschein. Lichtschein. Auf dem rechten Auge, also die Augenärzte, habe ich eine Sehkraft von 8%, schreiben die Augenärzte. Das ist aber eine fiktive Zahl, mit der ich nichts anfangen kann. Mein Sehvermögen schwankt stündlich. Wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe, die ersten 5 oder 10 Minuten, sehe ich außer einem hellen Lichtschein oder einer hellen Lampe praktisch gar nichts. Wenn der Kreislauf dann so langsam hochkommt, kommt das Sehvermögen so ein bisschen. Ich habe einen sehr eingegrenzten Blickwinkel, ist ein bisschen zu hell, bin ich geblendet, ist ein bisschen zu dunkel, sehe ich gar nichts. Ich sehe oft Geisterbilder, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich sie, wenn sie schwächer sind wie die Wirklichkeit, rechnet es der Kopf zunehmend raus. Wenn sie stärker sind, geht es halt nicht. Was heißt da eine fiktive Zahl von 8% Sehkraft? Also de facto schwankt meine Sehkraft so ungefähr von 0,1 bis 8. Bis dazu. Aber ich komme irgendwie mit zurecht, auch dank der Hilfe meiner Erika. Ja, du hast es lernen müssen, zurechtzukommen. Und wie gesagt, also für die Erika bitte ich doch jetzt echt mal auch ein bisschen Applaus, weil die unterstützt ja jeder wirklich genau mit Erika. Die steht hier vorne, gell? Das ist eine klasse Frau. Und das sind beide klasse Menschen, muss ich echt sagen. Ja. Deshalb habe ich das Ding halt aufgemacht, das Thema angesprochen. Weil dann nehmen wir halt wirklich keine Sachen, sondern diese ganze polizeiliche Vorgänge. Weil uns jetzt sicherlich